Gegend auf. Ja, das ist wunderbar. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. So. Jetzt können Sie aber mal die Augen aufmachen. Hier sind wir. Jetzt schauen Sie mal in aller Ruhe. Schon überraschend. Und ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Wir waren wirklich, Sie wollten ein freistehendes Haus in exklusiver Stadtrandlage. Das übertrifft wirklich meine Erwartungen. Ja. Also, ja, können wir mal reingehen? Na, natürlich. Ja. Die Tür ist offen. Ja. Gehen Sie einfach rein. Sehr ungewöhnlich. Oh, Schatz, schau dir das an. Überwältigend. Frau Obermeier. Und das Sensationelle, es fällt Ihnen auf? Fällt es Ihnen auf? Ja, man hat einfach immer Sonne. Sie haben kein Dach, ja? Ja, das ist das Wahnsinnige. Darf ich kurz rausgehen? Ja, natürlich. Also gerade nach oben hin drückt das ja meistens furchtbar, nicht? Ja, und ja. Das hat man ja hier gar nicht. Also, und da haben Sie ja auch... Schau mal, ist das... Atemberaubend. Oh. Ja, Sie haben es schon entdeckt. Die wahnsinnige Kulisse. Ach, ich möchte noch mal rein, ja? Ja, natürlich. Schön. Natürlich. Schatz, das können wir hier dann mit Parkett machen. Ja, dann machen wir Parkett. Ja. Und was ganz, ganz raffiniert ist, Sie haben die Kanalisation oben überhalb gelegt. Nichts versteckt, sondern zu dem stehen, mit was man auch lebt. Und es läuft alles quer überall durch. Diese Öffnungen, für was sind die? Sind die schon als Vorbereitung gedacht für... Ne, das sind zusätzliche Belüftungsanlagen nochmal. Sehr schön. Doch, sehr beeindruckend. Wirklich. Ja, also ich habe es mir auch so groß gar nicht vorgestellt. Also, das ist, ich bin da hin und weg, also für mich. Ich würde auch gleich sagen, dass wir das... Schlagen wir zu, Frau Obermeier. Ja? Also da brauchen wir gar nicht mehr, nein, da schlafen wir keine Nacht mehr drüber. Ne? Also, da machen wir gleich heute Abend das Unternehmen. Ja, schön. Super, Frau Obermeier. Da bin ich jetzt ganz überwältigt. Ja. Ich freue mich schon. Oh, ja. Ist Ihren Heimweg. Ist also, ja bald Ihrer. Ja, danke vielmals. Ja, tschüss. Lassen Sie die Tür offen. Die Preußen.